Hallo und herzlich willkommen bei Schiffe und Kreuzfahrten. Ich heiße euch willkommen auf der brandneuen MSC Grandiosa. Die MSC Grandiosa ist das neueste Schiff von MSC Cruises, wurde vor 2 Tagen offiziell in Dienst gestellt und ich freue mich, euch dieses Schiff heute vorzustellen. Ja, es ist das erste Schiff der Meraviglia Plus Klasse, das heißt, es ist noch mal etwas größer als die Meraviglia und die MSC Bellissima. Es hat insgesamt 331,43 Meter Länge, ist 43 Meter breit und 67 Meter hoch. Entsprechend passen hier auch ein paar mehr Passagiere an Bord. Wir sprechen hier von 2421 Kabinen und diese können in der Maximalauslastung bis zu 6334 Passagiere befördern. Das einmal zu den Eckdaten. Ja, und jetzt geht es los. Ich nehme euch mit auf einen kurzen Rundgang. Wir fangen hier an auf Deck 5 in dem wunderschönen Infinity Atrium mit den Swarovski Treppen. Hier findet ihr zum einen die Rezeption, ihr findet die MSC Excursions, sprich die Landausflüge. Ihr habt hier die Infinity Bar. Und ja, ganz am Heck des Schiffes, da ist hier auf Deck 5 auch das erste Restaurant, nämlich das Purple Crabs, eines der Hauptrestaurants, wo ihr euer Abendessen genießen könnt. Mich auf Deck 6 der MSC Grandiosa, ein Deck höher wie eben. Hier findet ihr 3 weitere Hauptrestaurants. Warum sage ich immer Hauptrestaurants? Ja, es ist hier üblich, dass ihr fürs Abendessen einen festen Tisch in einem festen Restaurant zu einer festen Tischzeit zugeteilt bekommt und das findet eben in einem der 4 Hauptrestaurants statt. Ihr habt aber dennoch die Möglichkeit, auch am Abend flexibel essen zu gehen, entweder im Buffet-Restaurant, zu dem kommen wir allerdings erst später, oder in einem der Spezialitätenrestaurants. Und in so einem Spezialitätenrestaurant befinde ich mich gerade aktuell, und zwar mitten auf der wunderschönen Galleria Grandiosa im L'Atelier Bistro. Wie der Name schon verrät, es handelt sich hierbei um ein französisches Restaurant und die Besonderheit hierbei ist die Kunstausstellung von Edgar Degas. Edgar Degas ist ja bekannt für seine
Gemälde, Ölgemälde mit Ballerinen. Ja, und hier könnt ihr hinter mir quasi die Vorzeichnungen von Edgar Degas bewundern, die Anfänge seiner Bilder, die Vorzeichnungen der Ballerinas, die er dann für seine fertigen Gemälde gebraucht hat. Ansonsten, ja, hier in der Galleria Grandiosa, das ist übrigens die Galerie mit dem XXL-LED-Himmel, findet ihr verschiedene Shops, ihr findet hier die Chocolateria, das Olla, die Tapas Bar und einiges mehr, aber am besten schaut ihr einfach selbst. It's alright, it's a wild ride, taking me high, put me on fire. Wanna hold you close, but you know my mind is torn up.
never thought it'd be like this. We're like a broken record, 'cause we always mess it up, even though we say we never do that. So here we go, acting like we do. We say things that are not true, but somehow I'm still here. Der MSC Grandiosa, da könnt ihr so richtig entspannen, denn hier findet sich das MSC Aurea Spa. Doch Deck 7 hat noch viel mehr zu bieten, nämlich die obere Etage der Galleria Grandiosa. Hier findet ihr einige Spezialitätenrestaurants wie das Butcher's Cuts, das Teppanyaki oder auch die Sushi Bar. Und ein neues Highlight ist hier ebenfalls auf Deck 7, und zwar das Il Campo Restaurant. Das befindet sich hier direkt hinter mir und das ist das neue Restaurant speziell für die Gäste, ja, der Aurea Suiten, sprich für Aurea Gäste. Die haben jetzt hier an Bord nicht mehr nur ihr eigenes Sonnendeck, sondern auch ihr eigenes Restaurant. Ansonsten könnt ihr hier auf Deck 7 auch gut euer Glück versuchen und euer Geld vermehren für die nächste MSC-Kreuzfahrt, nämlich im Casino, und direkt dahinter befindet sich die Carousel Lounge, in der ja wöchentlich zwei Shows der Cirque du Soleil stattfinden. Das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Leider hatte ich jetzt bei meinem Rundgang nicht die Möglichkeit, in die Carousel Lounge zu kommen, da dort Proben stattgefunden haben. Aber schaut euch gerne meinen 360-Grad-Rundgang über die MSC Grandiosa an, denn da hatte ich die Möglichkeit, einen kurzen Gang durch die Carousel Lounge zu tätigen. Oh, oh, oh. Oh, hey, you, what you gonna do? Kind of mood, don't even try staying at home. I know you're a bad girl trying to be good, looking so hot, looking so fine. Baby, for tonight I want you to be mine. We're going for a ride, oh, we're going for a ride. So won't you come on out with me, forever young and free. So won't you come on out with me, there's no place. What you gonna say? I just wanna take you far away. Don't go to sleep, staying in bed. Gonna pick you up, so be ready to play. You're looking so hot, looking so fine. Baby, for tonight, I want you to be mine. We're going for a ride, we're going for a ride. So won't you come on out with me, forever young and free. So won't you come on out with me? There's no place I'd rather be. Together we'll escape deep into the night. Just do whatever that feels alright. So won't you come on out with me? So won't you come on out with me?
your eyes, let me show you the best of my world. Hold me tight, making memories, let's do this together. Flying high, only me and you, girl. I want you by my side, I want you by my side. So won't you come on out with me, forever young and free. So won't you come on out with me, there's no place I'd rather be. Together we'll escape deep into the night, just do whatever that feels alright. So won't you come on out with me, so won't you come on out with me. So please come on. Nicht etwa nach Afrika gereist, sondern habe lediglich ein paar Decks übersprungen, nämlich die Decks 8 bis 14, auf denen es lediglich ja, Kabinen gibt. Nun bin ich hier auf Deck 15 und man könnte wirklich meinen, ich habe hier meinen Freund Löwen in Afrika besucht. Dabei sitze ich nur am Safari Pool, das ist der Innenpool hier an Bord der MSC Grandiosa. Auf Deck 15 findet ihr außerdem den Atmosphere Pool, das ist das große Pooldeck mit dem großen Pool, der immerhin auch fast 25 Meter hat. Ihr findet hier das Marketplace Buffet Restaurant am Heck des Schiffes, ja, und am Bug, da geht es auch schon mit dem Yachtclub los. Leider habe ich im Moment nicht die Möglichkeit, den Yachtclub zu besuchen, aber ich versuche natürlich, das nachzuholen und werde euch den dann in einem separaten Video vorstellen. Ansonsten schaut euch jetzt gerne die Bereiche hier auf Deck 15 an. I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. When I feel alive, it's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Ooh,
Sportlich wird es hier auf Deck 16 an Bord der MSC Grandiosa, denn hier befindet sich neben dem Fitnessstudio auch das Sportsplex. Ja, und hier könnt ihr, wie ihr seht, Bowling spielen, ihr könnt hier Formel 1 Simulator ausprobieren, ihr könnt ins 4D-Kino gehen, ihr könnt in der Arena Basketball und Fußball spielen und ihr könnt in einer neuen virtuellen Welt mit einer, ja, mit so einer VR-Brille Eichhörnchen jagen, Häschen jagen, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht werde ich es für euch noch ausprobieren. Und zum Entspannen geht es dann anschließend in den Horizon Pool. Da könnt ihr nicht nur tagsüber super viel Spaß haben, sondern auch Partys feiern bis spät in die Nacht hinein. Wie ihr seht, das geht hier an Bord der MSC Grandiosa ganz schnell. Eben war es noch ein Löwe und nun habe ich ein paar Mädels getroffen, mit denen ich mich heute noch über die neuesten Modetrends austauschen kann. Freunde werden mit Sicherheit hier an Bord auch eure Kinder ganz schnell finden, spätestens hier auf Deck 17 im Dormiland, dem Kinderclub hier an Bord des neuesten MSC-Schiffes. Die Kinderclubs sind aufgeteilt in verschiedene Altersstufen. Ab einem halben Jahr bis 3 Jahre geht es in den Babyclub, anschließend von 3 bis 6 in den Miniclub, von 6 bis 11 in den Juniors-Club und so weiter und so weiter. Ja, und am Ende geht es dann in die Teens-Disco, die ihr hier am Ende findet, nämlich in The Attic. Ja, und da würde ich sagen, da werden sich eure Kinder mit Sicherheit wohlfühlen. Und damit ihr entspannt ein bisschen eure Ruhe genießen könnt, während eure Kinder sich hier in diesen tollen Räumlichkeiten aufhalten, geht ihr einfach in die Sky Lounge, denn dort ist Adults Only angesagt. Don't wanna grow another day. Run around and always play. You're Jack Sparrow and I'm a dinosaur. Don't wanna grow another day. Oh.
Jetzt habt ihr mich aber tatsächlich in Flagranti erwischt. Eigentlich wollte ich hier nur ein schnelles Selfie mit dem Sailorman machen und ihr seid inzwischen schon wieder zurück. Und ich dachte, ihr haltet euch oben auf Deck 18, dort wo die Rutschen sind und der Aquapark für die Kids und der Kletterpark natürlich vielleicht etwas länger auf. Nun gut, jetzt seid ihr zurück. Ich hoffe, euch hat dieser Rundgang hier an Bord der MSC Grandiosa gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ja, wenn ihr noch mehr Videos über MSC-Kreuzfahrten, über die Grandiosa sehen wollt, dann abonniert am besten den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch über alle Neuigkeiten informiert werdet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.